Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. Mein Name ist Jean-Pierre Krämer und das ist das ersehnte Statement-Video, was auch auf jeden Fall nötig ist. Und ich kann vorab schon mal sagen, dass das berechtigt ist, zu 100%, und dass ich wissen, auch woran es hapert. Wir haben ein paar Kommentare rausgesucht. Ich habe jetzt ein paar Tage mir Gedanken machen können, was ich genau dazu sage, weil ich möchte es einfach nicht so hinrotzen, sondern für mich ist das wirklich, wirklich wichtig, weil wir das immer bis jetzt die letzten 10 Jahre zusammen gemacht haben und wir machen es auch weiterhin zusammen. Das heißt, bitte denkt nicht, dass mir das unwichtig ist, dass das einfach für mich so salopp ist und ich mache jetzt einfach hier sowas rein, sag sorry an alle, lese die Kommentare durch, sag ändern wir und gut ist. Das ist nicht der Fall. Aber was ich sagen kann ist, dass zu wenig Autocontent läuft, wissen wir, 100%. Und das ist das unser höchstes Gut. Aber als Beispiel heute, also es liegt nach unserem Gefühl daran, dass wir momentan nicht genug Werkstattleistungspower haben. Als Beispiel heute, Akens ist im Urlaub und Amando ist krank. Ich komme in die Werkstatt, die Werkstatt ist dunkel, Licht ist aus. Schwierig. Und das kann ich schon mal so vorab sagen, es ist wirklich wichtig und es ist allerhöchste Eisenbahn und wir werden das auch in den Griff kriegen. Und ich kann nur mal vorab auch schon sagen, wir haben ein, zwei Sachen schon vorproduziert. Die werden so kommen. Die werden vielleicht nicht ganz eurem Standard erfüllen. Aber, und das ist jetzt kein Betteln oder sowas, aber ich lasse euch nicht hängen und bitte lasst mich auch nicht hängen. Es ist eine Sache, die manchmal passieren kann in der Firma. Und bitte glaubt nicht, dass ich das... dass mir das egal ist oder dass ich irgendwie abgehoben bin oder sowas. Das ist absolut nicht der Fall. Ich denke da jeden Tag dran und kämpfe auch dafür, dass es wieder zurückkommt. Wir kämpfen dafür, dass es zurückkommt. So, ich habe hier ein paar Kommentare. Und ich glaube, das macht Sinn, die Kommentare vorzulesen, um die Stimmen zu hören. Für den, der jetzt gar nicht weiß, worum es geht. Das erleben wir ja auch manchmal, die gar keine Kommentare lesen. Also es gibt halt ein paar Stimmen im Internet, die das halt nicht so sehen wie andere. Wir sehen das aber auch wirklich oft wie die Stimmen hier. Okay, los geht's. Schleck Mayu, ich habe die vorher nicht gelesen, die hat der Flo rausgesucht. Wahrscheinlich habe ich sie gelesen, aber ich weiß nicht, ob sie ausgedruckt liegen. Also, Schleck Mayu. Ich schaue den Channel seit Anfang an. Ich komme sogar noch aus dem PS-Profi und Five-Star-Zeit. Ich glaube, der Zenit an Content ist schon lange erreicht. Ich skippe nur noch durch. Die Carpons sind einfach nur noch Fließbandarbeit, genau wie die Videos es nur noch sind. JP hat irgendwie den Draht zu den Zuschauern verloren. Die Leute mögen etwas nicht. Lasst sie uns alle als Hater abstempeln und noch mehr von dem kritisierenden Content bringen. Ich hoffe, ihr kriegt die Kurve noch irgendwie, auch wenn ich glaube, nach Circle nur noch Downfall kommt. Das Imperium rund um diesen Mann bröckelt. Dieser schwebt aber anscheinend so in einer göttlichen Wolke, dass er das nicht wahrnimmt. Get back to the roots, das würde euch auf lange Sicht den Arsch retten oder ihr versinkt im seelenlosen Influencer-Content-Marketing mehr. Es tut wirklich extrem weh. Ich verstehe, warum du das schreibst, aber wir geben uns alle wirklich sehr, sehr viel Mühe. Und was alles damit zusammenhängt, sind halt ein Team. Und wenn das Team nicht dementsprechend komplett ist, dann können wir nicht die Leistung bringen, wie wir sie immer bringen wollen oder gebracht haben. Und dann passiert das. Und aber dass ich im Himmel bin oder in einer göttlichen Wolke schwebe, ich nehme das gerne an, auf jeden Fall. Und es regt mich auch an zum Nachdenken. Aber ich würde nicht sagen, dass das so der Fall ist. Und in Influencer-Marketing mehr, da sehen wir uns auch gar nicht, muss ich echt sagen. Also wir machen etwas mit AG1 und wir haben von M2 ein Presseauto gestellt bekommen. Und ich finde, für 5 Videos die Woche ist das wirklich okay. Aber wie gesagt, und wir werden es auch wieder hinkriegen, dass mehr Autocontent kommt. Aber ja. Also ich mache jetzt hier keinen auf wehleidig, aber das ist echt, fühlt sich manchmal schwer an. Ich habe seit längerem das Gefühl, dass sich die Videos vom Aufbau und der Machart verändert haben. Anders noch als vor 2 oder 3 Jahren schaue ich die Videos derzeit nur selektiert an. Dieser Kanal bzw. JP begleiten mich seit vielen Jahren, 7 um genau zu sein. Die Videos wirken für mich mittlerweile so sehr getaktet und entzaubert. Das war es früher auch, aber irgendwie ist es jetzt sichtbarer. Aber es wurde einem sichtbarer gemacht. So fühlt es sich zumindest an. Die ihr fragt, ich antworte Videos, kommen mir immer mehr wie ein Podcast vor. Fragen, die nicht wirklich
wirklich Zuschauerfragen sind, bei denen sich das Mediateam, so habe ich als Zuschauer das Gefühl, denkt, das interessiert uns und vielleicht auch irgendwie den Zuschauer. Und diese beziehen sich dann kaum aufs Autothema. Das mündet darin, dass persönliche Dinge oder Ansichten abgefragt werden, die dann einseitig und wenig hinterfragt bejaht werden. Bis das nächste Thema angeschnitten wird, solche Fragen kann man stellen, dann aber in einem Podcast, bei dem sich der draufklickende Zuschauer im Klaren ist, worüber es wahrscheinlich geht. Interessante, gezielte, gestellte Zuschauerfragen, die eingemeldet und beantwortet werden, fehlen. Oder JP schaut selbst in die Kommentarspalte und beantwortet im Video direkt. Aber hinterm Rechner sitzen und einen Kommentar ablassen ist um ein Vielfaches einfacher, als wirklich vor Ort zu sein und den Bums organisieren zu müssen. Als Referenz einfach mal, dass ihr fragt, ich antworte 72 anschauen. Insanocore 8216 oder Insanocore, da geben wir dir 100 Millionen % recht. Die Frage-Antwort-Videos haben auf jeden Fall die Kurve irgendwie verlassen. Und das können wir dir so versichern, weil wir haben schon das Problem mit zu wenig Auto-Content. Da werden wir wirklich volles, und ich will es ja auch, ich habe ja auch Spaß dran. Also der Auto-Content wird zu 100% wiederkommen in den Frage-Antwort-Videos. Und ich werde mir die größte Mühe geben, dich auch wieder zu verzaubern. Das habe ich mir hier hingeschrieben, hinter die Ohren. Krampfkeks 7737. Ich bin ein jahrelanger Fan, habe hier schon viel gelernt und finde hier vieles gut. Allen voran war es bisher echt cool, ein Teil der Community zu sein, die diese Firma mit allem, was dazugehört und nicht zuletzt Krämers Luxusleben ermöglicht. Man muss jedoch aus mehreren Perspektiven analysieren, um ein reales, ganzheitliches Bild der Dinge zu erhalten. Mittlerweile habe ich, wie viele andere hier, mehr Bauchschmerzen als Freude beim Konsum dieses Contents. Ich kann hier aber nicht einfach abhauen und dem Schiff beim Sinken zusehen. Irgendwie hat man das Gefühl, eine ehemals tolle Sache retten zu wollen. Das wird jedoch von Video zu Video schwieriger. Der Götterkomplex, dieser immense Narzissmus und die permanente Selbstbeweihräucherung ist nur noch Fremdschämen. Sorry, not sorry. Ja, ich habe keine Ahnung, warum ich so viel über mich erzähle, was dann als diese Selbstbeweihräucherung oder dieser Narzissmus dann, glaube ich, schnell interpretiert wird. Und da muss ich auch an mir arbeiten, würde ich auch auf jeden Fall sagen. Aber in mir drin bin ich auf jeden Fall derselbe Typ. Also ich kann es gar nicht genau erklären, warum ich gerade da so eine Phase habe, dass ich das irgendwie euch auf die Nase binden muss, weil es einfach hier auch gar nichts verloren hat. Es geht um Autos und ich liebe Autos und ihr liebt auch Autos und wir hatten auch immer sehr, sehr viel Spaß. Und da muss ich euch nicht mit so einem Zeug auf den Keks gehen. Und also wie gesagt, diese ich antworte jetzt relativ kurz auf manche Kommentare, aber ihr könnt davon ausgehen, dass ich jetzt den kannte ich jetzt noch vom Lesen, aber dass wir wirklich uns damit stark auseinandersetzen und es nicht einfach so salopp nehmen. Und ich muss auch wirklich, wirklich sagen, dass es sehr schmerzt, wahrscheinlich wie es euch auch schmerzt, dass ihr das früher sehr gut fandet und jetzt halt nicht mehr so gut fandet und dass man dann halt wie beim sinkenden Schiff zusieht. Das ist natürlich nicht schön zu hören und tut auch echt weh. Das kann ich auf gar keinen Fall irgendwie anders betiteln und anders sagen. Es ist einfach kein schönes Gefühl. Und es ist auch für mich ein Weckruf, noch mehr da an mir zu arbeiten. Also ich an mir wirklich, um die Fokussierung zu behalten und die Fokussierung auch zu bekommen. Und ich bin auch ganz ehrlich dankbar für die Kommentare, weil manchmal brauchst du halt von der Seite einen Schlag in die Fresse, um da halt auch wirklich auf Kurs zu kommen. Zero ID 678. Lieber JP, liebes Mediateam, unfassbar zu sehen, dass hier einfach Kommentare gelöscht werden. Ich habe immer geglaubt, dass auf die Community gehört wird. Scheinbar wird hier aber negativ Kritik, die ich absolut nachvollziehen kann, gerade von den langjährigen Zuschauern komplett ignoriert und einfach entfernt. Wenn ihr so weitermacht, verliert ihr die Leute, die maßgeblich zu eurem Erfolg beigetragen haben. 100% habt ihr zu dem Erfolg beigetragen, aber 100% haben wir noch nie Kommentare gelöscht. Eine von den Leuten, die auch hier drunter geschrieben haben, haben mir auch dann privat geschrieben, hat der Flo mir auch rausgesucht und hat sich auch entschuldigt, weil der diese Kommentarspalte halt sehr wild durcheinander mischt. Also wir löschen keine Kommentare.
Niemals. Das ist ein Ding, was wir nicht tun. Wir haben unseren Kurs verloren, aber nicht so weit. Das kann ich so schon mal sagen. Das tun wir nicht. Und das will ich auch gar nicht. Christian Blasik, 9104. Ich bin Zuschauer der... Boah, das ist echt hart. Weil ich habe Schiss zu lesen. Ich bin Zuschauer der ersten Stunde von Anfang an. Nee, steht nicht Anfang. Ich bin Zuschauer der ersten Stunde von Anfang und habe 98% aller Videos gesehen, die hier auf dem Kanal sind oder gewesen sind. Auch die alten. Aber nachdem sich die Videos und der Kanal für mich die letzten Monate verändert hat, ist mein Interesse leider stark gesunken. Früher habe ich nie nach ein paar Minuten sofort abgeschaltet, die letzte Zeit dagegen regelmäßig. Ich möchte mich durch die Videos unterhalten lassen und mal kurz im Alltag abschalten. Aber das ist die letzte Zeit leider nicht mehr gegeben. Interessant finde ich, dass ich zuerst dachte, dass es nur mir so geht, aber die Postings unter diesem Video sprechen eine deutlich andere Sprache. Wenn nun auch die Zuschauer, die diese Firma, dieses Unternehmen zu diesem Erfolg verholfen haben, in die zweite Klasse Gesellschaft geteilt werden und das dann auch noch so lächerlich gemacht wird. Sorry, dann mache ich das, was JP immer sagt, wenn es nicht gefällt, schaut halt was anderes. Und genau das mache ich jetzt ab sofort auch. Ja, erstmal danke für den Kommentar. Das war vielleicht von mir wirklich nicht cool ausgedrückt. Ich versuche mit Circle und mit Insider etwas Gutes zu bewegen. Und dafür muss ich finanzielle Mittel zusammenkriegen aus verschiedensten Wegen. Aus meinem eigenen Portemonnaie, aus den Spenden und halt aus einer Einnahmequelle, die ich dann versteuere und womit dann was tun kann. Und es tut mir leid, dass dadurch eine Zweiklassengesellschaft vom Gefühl her entstanden ist. Das möchte ich natürlich nicht. Es tut mir auch leid, wenn es einfach falsch rüberkam. Das werde ich auch auf jeden Fall so nicht mehr tun. Das ist versprochen. Leo Jan 1671. In letzter Zeit macht es mir keinen Spaß mehr, die Videos zu schauen und ich bin erstaunt, dass es so vielen Leuten hier wohl auch so geht. JP, du bist ein echt motivierender Typ, den man als Beispiel nehmen will. Aber du redest schon sehr viel darüber, wie fleißig und toll du bist. Das ist manchmal sehr anstrengend. Es hat 310 Likes. Den Kommentar kenne ich auch und der wurde mir auch geschickt von den Jungs. Das muss ich ändern. Und das Krasse ist, ich weiß gar nicht, warum ich das tue. Luis Specht, 8842. Ich vermisse etwas die richtige Frage-Antwort-Videos, Neuheiten, Projektideen, Entscheidungen von Unternehmen und mal wieder Fragen von der Community beantworten. Luis kommt zu 100%. Da freuen wir uns alle drauf. Dann kommt Gabriel Eigner, 7302. Nach diesen ganzen Kommentaren warten wir nun auf das Statement. Je nachdem, wie das ausfällt, entscheidest du, lieber JP, ob viele, wenn nicht sogar der Löwenanteil der Zuschauer, die Schnauze voll hat oder nicht. Wir wollen Auto- bzw. Technik-Content, deswegen sind wir hier. Privatleben mit Einbeziehung schön und gut, aber es wirkt zumindest auf viele von uns so, als würdest du sehr realitätsfremd und abgehoben sein. Du und deine Mitarbeiter seht das bestimmt anders, aber von außen wirkt es so. Das tut mir wirklich leid, dass es so rüberkommt. Ich sage jetzt was, weil ich frech rüberkommt, aber ich bin nicht abgehoben. Ich sehe das in meinem Alltag. Ich bin der gleiche Typ, das kommt vielleicht rüber durch die Autos, die wir kaufen, aber diese Autos sind halt für mich Investitionen, die ich betreibe und wo wir dann auch in der Regel immer ganz gut bei wegkommen, wenn wir die wieder veräußern. Und in meinem Privatleben bin ich der Typ, der im Aldi einkaufen geht oder wenn es im Edeka irgendwo ein Angebot gibt, dann bin ich derselbe. Und ich bin so eingeschüchtert durch das, was ich lese, dass ich momentan gar nicht selbst weiß, wo ich so richtig stehe, wie ich es beantworten soll. Weil ich mir gerade selbst, ich bin richtig nervös, ich weiß gerade selbst nicht, wo ich stehe. Ich weiß es nicht. Aber ich merke richtig, ich traue mich, ich muss einfach wirklich einen guten Weg finden. Aber eins kann ich euch versichern, ich bin kein abgehobener Typ. Wirklich, wirklich, nein. Ich freue mich, also ich bin sehr gespannt auf die Kommentare unter diesem Video, wirklich. Und gleichzeitig habe ich auch Schiss. The Big Easy, 5322. Ich glaube, ich habe mittlerweile alle Kommentare gelesen und 95% davon waren sachlich und konstruktiv. Hätte ich im Rahmen unserer Auto-Bubble nie im Leben für möglich gehalten. Eigentlich kann JP Scholz auf seine Community, heißt aber auch im Umkehrschluss, dass er eine Sorgfaltspflicht hat und diese ernst nimmt. Ich bin tierisch stolz auf das, was wir alle zusammen gebaut haben. Das heißt Mitarbeiter, so wie jeder Zuschauer. Das ist ja ein Zusammenspiel. Das ist der letzte Kommentar.
Und ich bin auch echt dankbar, dass der nicht so krass in die Fresse war, sondern der spricht mehr uns an. Ich bin sehr dankbar, dass wir dort sind, wo wir sind und dass wir uns auch so austauschen, weil, und es waren leider auch Kommentare bei, die waren sehr, sehr, sehr beleidigend und echt unter der Gürtellinie, die haben Gott sei Dank jetzt hier nicht den Weg in den Drucker gefunden, aber mir ist es bewusst, wir kriegen das hin, wir wissen das und wir arbeiten auch schon dran und ich danke für das Feedback und ich glaube, in der Geschichte von dem, dass ich in der Öffentlichkeit was mache, habe ich noch nie so einen nachdenkenden Impuls bekommen wie dieses Mal. Und ja, gleichzeitig aber auch wirklich sehr verängstigt. Ja, muss ich wirklich sagen. Aber das ist, glaube ich, auch in meiner Natur als Typ, wie ich da so bin. Und das nicht, wie man jetzt, glaube ich, mir schnell in den Mund legen kann, weil ich Angst habe, einen Status zu verlieren oder sowas. Das ist es auf gar keinen Fall, sondern einfach nur, um dieses schöne Team und dieses schöne Erlebnis irgendwie zu verlieren. Ich danke euch. Wir arbeiten mit absoluter, höchster Energie dran, um das wieder gerade zu biegen. Und das werden wir auch schaffen. Davon bin ich überzeugt. Vielen, vielen Dank. Und bis morgen.